Leute, Gesamtwert Real Talk über 100.000 Euro. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Nein, liebe Leute, ich bin nicht gestorben, ich lebe noch. Möchtest du endlich leben? Es ist so, ich melde mich jetzt nach langen Tagen wieder mal, aber nicht, weil mich Gucci Potter mit irgendeinem Todeszauber verzaubert hat. Tom Ford Woodward und Tom Ford fucking Fabulous. Und auch nicht, weil mich der 13-jährige Cringe-Gucci-Schiedsrichter-Flexer angeklagt hat, also wirklich versucht hat, sondern rein deswegen, weil ich absolut überfordert bin mit dem momentanen Arbeitspensum, das in meinen Zweitkanal Max A Billion fließt. Wer es noch nicht mitbekommen hat, ich habe seit Dezember einen Zweitkanal, auf dem kommen Daily-Vlogs, jeden Tag passiert hier irgendein Shit, der hier dokumentiert wird, und mit über 12.000 Abonnenten im ersten Monat ist es wirklich ein krasser Wachstum, also es geht dahin, und wer diese Videos nicht verpassen möchte, erster Link in der Infobox. Nichtsdestotrotz brauche ich wieder Bargeld. Und deswegen nehme ich ein neues Reaction-Video auf. Ja, die haben die beste CPR. Kommt natürlich hier weiterhin genug auf diesem Kanal, allerdings nur zweimal in der Woche, weil ich kann nicht mehr als 9 YouTube-Videos in der Woche drehen. Ich habe auch andere Dinge zu tun, die meiner Aufmerksamkeit bedürfen. So, wir wollen gar nicht mehr länger quatschen. Wir schauen uns das Video an. Und zwar, ApoRed hat ein Video hochgeladen vor 5 Tagen. Ja, ich weiß, ich bin relativ spät dran. Soll ich diesen Pullover für 700 Euro kaufen? Ich weiß, es hat schon der ein oder andere YouTuber darauf reagiert, was mir aber völlig egal ist. Ich bin mir sicher, dass ich der Typ bin, der die lustigsten Reactions macht. Dementsprechend wird dieses Video auch oft genug geklickt werden. So, Freunde, nicht mehr länger quatschen, schauen wir direkt rein. Let's go! Was in dieser Folge geschehen wird. Oh, Freunde, das ist das erste Teil. Wir haben hier so einen Sweater. Erstmal Shopping. Lidl angelehnt mit ApoAD. Ah, okay, super. Qualitätsbombe. Das hängt gar nicht, fällt mir gerade auf. Bist du im WLAN? Hallo? Das gibt's ja einfach nicht. Das WLAN geht nicht. Und du lass mich mal das nicht mehr. Bitte raus aus dem WLAN, wenn es der WLAN ist. Geh nicht ins WLAN. Ja, mein WLAN ist scheiße. Das ist auch der Grund, warum ich nicht streamen kann, so wie ich es vorgehabt habe. Ich habe eine Zeit lang einfach mal 110 Kilo gewogen. Ich meine, das war nicht mal lange her, locker 8-9 Monate. Real Talk über 100.000 Euro. Sachen, die ich verkaufe. Okay, man kennt's ja, erster Besuch mal direkt beim Friseur, Seiten auf Kontostand, bei mir zumindest der Fall. Ja, ich habe mir ehrlich gesagt einen Shopping-Vlog erwartet. Leicht angelehnt der Titel. Also ich bin ja der Meister der Shopping-Vlogs, das ist, glaube ich, klar. Ich habe die Shopping-Vlogs, die am meisten geklickt wurden. Und auch mein Vlog, soll ich diesen 1200 Euro Gucci-Pullover holen, der, glaube ich, über 500.000 Klicks hat oder 400.000. Erinnert mich an diesen Bildtitel, aber will jetzt nichts unterstellen. ApoRed natürlich, Ehrenmann. Ja, das lädt einfach ein für... So, Freunde, die Seiten sind absolut 10 von 10, Freunde. Also genau so, nicht anders. Oben, Freunde. Oben ist in letzter Zeit bei mir absolute Krise. Ich weiß nicht, da hat sich so ein richtiger Urwald gebildet bei mir. Und da wird auf jeden Fall der Hase auch abgesaved. Oder machen wir oben ganz kurz. Ja, verstehe ich auch. Ich habe einen Besuch beim Barber notwendig. Der steht morgen an, aber meistens verkackt er meinen Bart so sehr, dass ich ihn danach ganz abrasiere. Aber vorher werden noch 30 Euro dafür verlangt. Machen wir oben ganz kurz. Na, no, nee, Digga, steht mir gar nicht, Digga, gar nicht. Wollen wir? Ich weiß nicht, Digga. Also, wie genau stellst du dir das vor? Oder ganz kurz einfach. Oh, oh, Digga, mein Herz! Okay. Warte, oh. Ich weiß nicht. Ja, okay, für was gehe ich dann zum Friseur? Ja, bei mir ist das sowieso ein ganz anderes Thema. Ja! So? Ja. Ja, okay. Ja, vielleicht sogar mehr. Ich würde sogar ein bisschen mehr sogar. Ja, oh, er wird mutig. Jetzt hier von den Seiten und hier ist gerade der Übergang, ist wirklich 1A. Bruder, Jackpot. Boah, Digga. Ihre Mann, Digga. Gerne. Ganz wichtig noch zu erwähnen, wir haben Special Guest lange nicht mehr gesehen. Oh. hat sich auch fresh gemacht, ne? Grüß dich, Digga. Grüß dich, Freunde Mäuse, ihr kennt ihn. 17 Jahre alt, Körper eines 30-jährigen Bodybuilders und die Stimme eines 13-jährigen Jungs. Man kennt ihn doch. Hier läuft Anabolika.
So, Freunde, Outfit of the Day, Freunde, ganz wichtig. Ganz, ganz, ganz wichtig, okay? Also, wir haben hier. Fangen wir direkt mit der Jacke an, okay, komm. Okay, Dior-Sneaker, wir haben dann, keine Ahnung, irgendeine Hose, vermutlich eine, mit der eine Kooperation hat, ein Pullover, don't know, und eine Jacke. Fangen wir mit der Jacke an, das ist hier eine Heide Ackermann Bomberjacke. Das ist die erste nice, weiße Jacke, die ich mein Leben gesehen habe. Preis. Aber ich habe nicht so viel gezahlt, okay? Also ich habe da einen Schnapper gemacht, ne? Frag einfach nicht. 3 Euro. 3 Euro. Rollkragenpullover auf entspannt, ne? Von Stony. Ja, nicht mein Fall, würde ich so nicht anziehen, aber sein Style passt. Und eine Hose von Represent. Ah, okay, nice. Für euch natürlich. Represent geht immer. Und die Schuhe, Freunde. Die war oblique. Die B23 oder 22 sind die ganz weißen, aber die Low-Top. Mega Schuhe, aber High-Top gefällt mir besser. Aber hat er schwarze Socken an, würde ich nicht machen dazu. Sind von Dior, das sind Dior B23 Low. Leute, man achtet auf die Details. Na, guck mal, die Schuhe in lecker weiß und achtet mal auf diese leckere schwarzen Lines hier. Und jetzt kommen wir zur Bomberjacke wieder. Ja, schwarze Socken gehen doch klar. Digga, man kann jetzt sagen, dass ich der brutalste Outfit. Okay, weil er jetzt die Streifen kombiniert hat. Schwarz-Weiß kombinieren ist jetzt nicht so die Challenge, aber Outfit passt auf jeden Fall. Master auf dem Universum bin, aber das stimmt auch. Okay, komm, gib mir was essen jetzt. Freunde, neuer Tag, neues Leben. Okay, interessante Bomberjacke, finde ich cool. Neues Leben, neues Essen. Wir haben jetzt gerade hier auf entspannt. Und den Rollkragen hat er auch nochmal an, oder? Papa Cheeseburger. Im Apo LED Style. Und ganz wichtig, Freunde, ich muss der Kamera mal einmal näher kommen. Süßkartoffelpommes, Freunde. Süßkartoffelpommes. Ekelhaft, Süßkartoffelpommes, ekelhaft. Schreibt in die Kommentare, ob ihr die gut findet oder nicht. Ekelhaft. Ganz wichtig, Freunde. Wer das nicht fühlt, der fühlt einfach nicht so. Ist halt einfach wichtig zu erwähnen. Okay, Stone Island Rolling. Spezialsoße. Auch wichtig, Freunde. Ich kenne so, ich habe richtig Bock darauf, aber wenn man danach gegessen hat, dann fühlt sich so schlecht, aber egal, Digga. Kenne ich nicht. Egal, man muss sich einmal so, einmal in zwei Wochen kann man sich gönnen, Digga. What the fuck, als würde er nur einmal in zwei Wochen sündigen. Ich würde gerne mal ein Shred-Update sehen, aber ich glaube nicht, dass der so shredded as fuck ist, oder? Dass der nur ein bis zweimal in der Woche sündigen kann. Ganz wichtig. Ja, das wird erstmal. Übrigens, nices Interieur mit diesen unterschiedlichen Stühlen und dieser schwarzen Ziegelwand. Dann da hinten noch so ein. Wie nennt man diese Blumen? Ah, diese chinesischen. Ist man verspeist? Wir klären das schon. Super, haben wir auch noch dabei. Ich hab eine Jacke von Heide Ackermann. Das ist wieder Heide Ackermann. Das dürfte momentan feiern. Vielleicht wieder 3K, aber vielleicht sogar teurer. Denke ich mal, mit diesen aufwendigeren Mustern. So eine entspannte Velourjacke mit so einem Palmmuster drauf. Sieht halt nicht ganz cool aus. Darunter habe ich einen Rollkragen von Stony, mein Homie. Ich habe hier eine Jeans von Ace3B und Chelsea Boots. Die habe ich vom Vibe. Chelsea Boots lieben viele, gar nicht mein Fall. Nur Sneaker, rein Sneakern. Auch nicht alle High-Top-Sneaker gehen bei mir klar. Ich kann euch mal die Hose und die Boots verlinke ich euch mal einfach in die Beschreibung auf E-Rock. Wir gehen jetzt rüber zu den Stores, wir klären das schon, Freunde. Oh, Freunde, das ist das erste Teil. Wir haben hier so einen Sweater. Ja, würde ich mir auch holen. Ich finde gut. Ah, ich finde das fast ein bisschen zu fett, dieses Balenciaga. Ich kenne das nur etwas schlichter auf diesem schwarzen Strickpullover. Fast schon zu plakativ, ähnlich wie Ralph Lauren in der zweiten. Sie dann hatten auf einmal so ein fettes Pferd oben hatten. Ich glaube, auch da wird es jetzt schon langsam schon übertrieben. Aber geht noch klar. Ich mag diesen Farbton, dieses bläuliche, cremige. Von Balenciaga. Das Geile bei dem hier ist halt die Farbe. Ne? Das ist so ein Forest Green. Ich weiß, ich finde den nice. Das ist das größte XXL. Gerade bei solchen Sweatern mag ich es locker. Ne? Auch wenn jetzt hier mein Oberteil ist, ist schon ein bisschen enger. Ja, voll. Bin ich absolut seiner Meinung. Ich habe euch ja auch meinen Gucci-Sweater gezeigt. Den hier, den habe ich ja auch extrem locker und baggy gekauft, weil ich es einfach nice finde. Okay, Freunde. Das ist das Oberteil. Ich finde es von der Farbe her echt special und finde es mega nice. Ja. Schaut gut aus. Ich hab noch ein schwarz-weiß für den Fit zustande. Ich habe 1000 schwarze Sweater, ich werde sogar voll viele verkaufen. Das ist jetzt, wie gesagt, ein Forest Green in Kombination mit so einem schönen Weiß. Und ich habe dazu auch den passenden Jordan, und zwar den Jordan 1 Pine Green. Den hier. Nein, der ist nicht passend dazu. Tut mir leid, aber die Farben gehen gar nicht zusammen. Und ich denke, es wird eine super Kombi. Preis weiß ich nicht, Freunde. Ich glaube, der kostet 700 Euro. Ich weiß, mega viel Geld, aber man darf nicht vergessen, das Ding ist auch ein bisschen wertbeständig, Digga. Also, den kann man vielleicht irgendwann nach 1-2 Jahren vielleicht für 600, 700 Euro verkaufen. Man weiß nicht. Würdet ihr den holen, ja oder nein? Ich habe dieses Jahr schon echt zu viel Geld für Klamotten ausgegeben. Deswegen gucke ich jetzt einfach nächstes Jahres, ob ich die Sachen hole oder nicht, weil
Ich habe einfach so viele Klamotten mittlerweile, Freunde. Ich will einfach erstmal aussortieren, ein bisschen frei Platz machen, weil, Digga, wenn man irgendwann zu viele Sachen hat, du kommst gar nicht mehr klar, du findest keine richtigen Outfits mehr. Deswegen bin ich dann so... Es tut auch mega gut. Also ich habe vor kurzem erst wirklich einen Haufen aussortiert, auch sehr viele Schuhe zusammengepackt, alles in Säcke und im Obdachlosenheim. Das entlastet einfach extrem. Also beste Idee, kann ich nur schwerstens empfehlen. Dann so ein bisschen am Doppelt- und Dreifach überlegen, weil für mich ist wichtig, Freunde, ab jetzt, ich will rausgehen und die Outfits müssen immer richtig... Schockgesellt sein, so dass ich sage, Baba, Digga. Wir klären das, Freunde. Jetzt gehen wir erstmal einkaufen. So, Freunde, erstmal Shopping Lidl angelehnt mit ApoAD. Jetzt wird erstmal Designer-Gemüse eingekauft. Ja, ganz wichtig. Ja, die Frage ist auch, wie sieht natürlich ein Einkauf bei ApoAD aus, ne, weil ich ja so der Ernährungsspezialist des Jahres bin und mich eigentlich absolut auskenne. Im Vlogging-Style unterwegs, der ApoRD, da muss man sagen. Ja, wer gute Vlogs sehen will, schaut einfach auf Maximilian vorbei, unten in der Infobox, Daily Vlogs. Auskenne und eigentlich einen gesunden Lifestyle pflege. Ich meine, ich sehe ja gesund aus. Dann ist natürlich die Frage, was hole ich immer? Das werdet ihr jetzt erfahren, was in dieser Folge geschehen wird. Spaß. Äpfel, Freunde. Auf Bio sogar angelehnt, ist auch wichtig eigentlich. Sonst Brot. Glutenfrei, vertraut mir. Weintrauben, kernlos, Digga. Besser geht's nicht, Mann. Ich habe die Gurke noch reingeballert. Tomate, Kürbis, ganz viel bunte Sachen auf jeden Fall. Und ja, mal gucken, Digga. Also für mich momentan mega spannend, mal einen Vlog von einem sehr großen YouTuber zu sehen und so ein bisschen zu vergleichen, wie die Gestaltung des Vlogs passiert. Ganz ein anderer Stil, tut mir einen Gefallen. Nach dem Video schaut euch einen einzigen, nur einen einzigen Vlog von mir an. Und dann werdet ihr Unterschiede sehen, was mein Blogging-Stil ist. Ganz anders zu diesem Kanal. Kein Vergleich. Ich will ganz viel aus dieser Ecke sein. Kein Fleisch holen, nicht Fleisch oder so von so Supermärkten. Guck mal, ganz ehrlich, Leute, jetzt mal Real Talk. Eine Ernährung ist wirklich eine ernstwichtige Sache. Ich habe eine Zeit lang einfach mal 110 Kilo gewogen. Ich finde, das war nicht mal lange her, locker 8-9 Monate. Ich wiege mittlerweile 89, da alle echte, man kennt die nicht anders. Aber Ernährung ist auf jeden Fall so Hauptgrund dafür, ne? Avocados, Digga, vertraut mir. Es gibt viele, die haben noch nie Avocados probiert, ne? Probiert mal Avocado. In Kombination mit Hummus, werde ich auch gleich holen. Und so ein leckeres Brot, vertraut mir einfach. Passiert da noch irgendwas mit Shopping? Ich bin nämlich ein Fashion-Kanal. Freunde, wir sind jetzt gerade beim alten Wohnzimmer. Mein Plan ist, mit so wenig wie möglich rüber zu steppen. Deswegen verkaufe ich behindert viele Klamotten und Schuhe. Ja. Also komm alleine hier, guckt euch mal das an. Ein Supreme Box Logo. Finde ich cool. In diesem mintigen, mit diesem roten Supreme finde ich richtig nice von der Kombi her. Obwohl ich Supreme, ja, so das Sticker mal entfernen. Ich würde mir jetzt aktuell nichts mehr von Supreme kaufen. Da müsste echt schon ein nicer Drop daherkommen, dass ich da nochmal zuschlage. Aber aktuell Supreme, allein mit dieser Supreme Grip Geschichte in Österreich und überall mit diesem Fake Supreme, ganz, ganz schlimm. Das ist einfach mal von 2017, glaube ich, Line. Digga, oder hier einer. Ich habe auch einen 2017er, das ist der blaue. Es sind so viele. Was, mit diesem Lachen. Babyblau. Hier so ein Jordan 6 Defining Moment, der sogar damals über 1000 Euro gekostet hat. Auch schon relativ verstaubt, der Schuh. Hier ein Yeezy. Mega, nach wie vor geiler Schuh, aber das ist der vom zweiten Drop, gefällt mir von der Form her nicht, der vom ersten, scheiße, der vom ersten oder vom zweiten Drop war besser, ich glaube der vom ersten. Ne, ein Original 350er auf entspannt, ne, Black Pirate, boah, die sind auch so selten überhaupt. Pirate Black. Überhaupt noch in der Größe zu bekommen und dann noch in so einen super Zustand, ne. Es sind unglaublich viele Sachen, das ist ja noch gar nichts, ne, wenn ihr noch wisst, was da noch alles da ist, Dior-Dinger. Dior-Schule, Dior-Oberteile, Off-White hier, boom, boom, beam. Leute, Gesamtwert, Real Talk, über 100.000 Euro Sachen, die ich verkaufe, weil ich einfach zu den Sachen keine Outfits habe. Ganz einfach, weil ich habe mir vorgenommen, Digga, ganz ehrlich, du hast so viele Sachen einfach nur so oft behindert, aber hast kein Outfit dafür, verkauf dir einfach, ne? Und ein paar Sachen fand ich dann auch ein bisschen zu groß am Ende des Tages und da habe ich auch keinen Bock, die jetzt auch im Maß zu schneiden. Die versuche ich dann vielleicht eine andere Größe zu catchen, wie zum Beispiel auch hier dieser Baba Hoodie hier, Champion Off-White. Schaut euch mal den. Ja, ja, mit diesem schwarzen Print hinten ist ganz nice, ja, weil er so dezent ist. Den an, Digga, der ist auch ganz, ganz. Ganz, ganz, ganz böse. Und das sind auch so Teile, ne? Jetzt fragt euch wahrscheinlich, ey, Red, Digga, sag mal wo und wie, ne? Weil ich werde die Sachen auch eigentlich relativ günstig verkaufen, ne? Weil ich einfach schnell loswerden will. Aber ich werde euch dann in den zukünftigen Videos Bescheid sagen. Ich will erstmal alle Fotos ready machen, hier und da. Und dann mache ich nochmal ein extra Video, ne? Den Hoodie, den er anhat, ist auch extrem nice. Das ist die Hilfiger-Kooperation mit Vetements. Was da genau alles dabei ist und wie und wo und wann und warum und was auch immer, ne? Deswegen, so, Freunde, ich habe mir noch ein Paket erhalten von Deadstock.
Das Ding ist, da ist auch jetzt nichts drin, also nichts Neues. Also da sind nochmal Hoodies drin, weil ich habe letzten. Kann es sein, dass das seine Marke ist oder er da irgendwie Mitrechte drauf hat oder einen Anteil? I don't know. Liebe Freunde, ich glaube, das war's von diesem Video. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Ich gebe euch jetzt noch einen Hint, hier vorbeizusehen. Das ist ein Vlogging-Video von meinem Zweitkanal, das ich euch verlinkt habe. Einfach mal reinstöbern. Würde mich auf alle Fälle freuen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Übrigens habe ich einen neuen Schuhschrank. Ich glaube, den werden wir uns beim nächsten Video dann gemeinsam ansehen. Das war's von mir. Euer Maximil. Tom Ford und Tom Ford. Behind.